Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Megalania, eine riesige Urzeitechse. Erinnert mich immer sehr stark an den Komodo-Varan. Und der hat auch einen giftigen Biss, mit dem wir heute hoffentlich viel arbeiten werden. Deswegen spielen wir auch die Unterart mit dem Giftschaden. Es gibt auch noch Geschwindigkeit an Land und im Wasser, aber wir nehmen den Giftschaden. Und ich würde auch sagen, wir starten jetzt direkt. Oh, ihr wollt gerade schreien, ich habe ihn unterbrochen. Jetzt sind wir erstmal winzig. Ja, da vorne läuft schon was. Okay, greift uns zum Glück nicht an. Aber ich glaube, wir sind auch im grünen Tal. Deswegen ist hier so viel los. Ich versuche jetzt erstmal zu unserem Missionsziel zu gelangen. Das sind die grünen Hügel. Die sind ganz cool, um da Quests und sowas zu machen und um zu wachsen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir da eine Mission haben. Hauptsache erstmal weg von der Action, bis wir ein bisschen größer sind. Oh Gott, es wird hier, glaube ich, kritisch runterzukommen. Oh, wir leben. Gerade so. Ich glaube, hier geht's an der Schräge. Wir sind zum Glück ein relativ guter Schwimmer. Ich springe mal hier den Wasserfall runter. Aber jetzt müssen wir einmal auf jeden Fall Ausdauer tanken. Der Blick ist irgendwie noch ein bisschen seltsam. Die Augen sehen so komisch aus. Aber die Farbe wird sich auch noch komplett ändern. Ich werde jetzt hier gleich erstmal Mission machen, sobald hier die andere Mission, die wir da noch aktuell haben, abgelaufen ist. Müssen wir bestimmt so Pilze sammeln, Felsen oder sowas. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal einige Missionen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das grüne Tal ist jetzt soweit abgearbeitet und wir sind auch schon ein ganzes Stück gewachsen. Sieht man, glaube ich, ganz gut an der Farbveränderung. Mittlerweile können wir zwei Attacken. Einmal einen normalen Biss. Der macht Giftschaden und dann können wir noch einen stärkeren Biss. Der macht auch Giftschaden, aber der hat halt höheren Cooldown. Und ich habe auch ganz viele Fähigkeiten gelernt für Unterwasser. Also wir können jetzt auch tauchen, wir haben einen besseren Wenderadius unter Wasser, mehr Luft unter Wasser. Und wir können jetzt auch Fische fangen und essen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch hier irgendwo ins Wasser begeben. Einfach in der Hoffnung, dass wir dort mal Fressen finden. Ich weiß halt nicht, ob in so einem Gewässer hier Fische schwimmen. Wahrscheinlich müssen wir eher so ein bisschen hier nach oben schwimmen und dann in den See gehen. Und jetzt werden wir mal in dem See hier nach Fischen tauchen. Ach guck mal, das ist direkt ein Hecht. Den schnappen wir uns doch. Sehr gut. Und schon haben wir was zu fressen. Oh, Steps. Ein Spino. Soll ich es versuchen, gegen ihn zu kämpfen? Er hat leider noch nicht voll ausgewachsen. Er macht halt direkt seinen Storm. Der hat auch so einen Clown-Angriff nach unten, das ist nicht so geil. Ist halt blöd, dass er auf so einem Felsen ist. Oh Gott,
Okay, der macht mir ordentlich Schaden. Meine Ausdauer ist komplett weg. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Lässt zum Glück von mir ab. Okay, das war krass. Ich glaube, ich habe gar nicht auf meine Ausdauer geachtet. Oder der hatte einfach eine Attacke, die Ausdauer entzieht. Aber ich glaube eher, dass ich nicht drauf geachtet habe. Na gut, dass er uns in Ruhe lässt. Wir machen eine ordentliche Fleischwunde. Der Spino ist krass. Na, da habe ich mich mit dem Falschen angelegt. Wir sind jetzt gleich vollständig ausgewachsen. Und ich habe noch einen neuen Schrei gelernt. Der hat leider 5 Minuten Cooldown. Aber dadurch sind 10 Sekunden lang unsere Gifte verstärkt. Also das heißt, ich kann, glaube ich, Gegner vergiften und dann schreien und dann kriegen die mehr Schaden. Muss ich halt dann im richtigen Moment einsetzen. Am besten, wenn die sehr, sehr stark vergiftet sind. Ich habe auch noch einen neuen Skin mir gemacht. Wir häuten uns gerade. Ja, und ansonsten bin ich jetzt, was Attacken angeht, full equipped. Ich habe halt sehr viel gelernt für Tauchen und unter Wasser. Ich kann zum Beispiel klarer sehen unter Wasser. Ich habe besseren Wenderadius. Erhöhte Luft unter Wasser. Ich kann tauchen. Also ich bin halt sehr viel auf diese ganzen Wassereigenschaften gegangen. Finde ich aber auch interessant. Deswegen wollte ich das unbedingt lernen. Wir könnten jetzt ja auch im Wasser uns einfach fortbewegen, wahrscheinlich am besten, oder nicht? Wir sind jetzt im Sumpf angekommen. Und unser neuer Skin ist jetzt auch da. Kann man jetzt bei Nacht nicht ganz so gut sehen. Der hat halt so einen türkisen Kopf. Das finde ich ganz cool. Ich war lange nicht mehr hier. Ich weiß gar nicht, ob sich hier Spieler aufhalten. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es hätte jetzt kein Gelände, wo man gut laufen kann. Und halt so viele Hindernisse. Ja, und dann futtern wir uns nochmal voll. Ich glaube, danach können wir auch direkt hier hochwandern, wenn das geht. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht verkehrt. Weil da, wo der Wasserfall ist, da wird ja wahrscheinlich Süßwasser sein. Wenn ich denn hier hochkomme. Süßwasser, oder nicht? Ja, sehr gut. Das heißt, hier können wir dann auch trinken und dann können wir gleich auf Jagd gehen. Am Strand trinkt was. Und da ist ein Galli. Meint ihr, wir können den Galli erlegen? Der ist wahrscheinlich zu schnell, oder? Geh mal hin. Mach mal meinen 1-Call. Damit das Gift verstärkt ist. Diese grünen Tropfen sind das Gift, glaube ich. Er ist gar nicht so viel schneller als wir. Ja, unsere Ausdauer wird langsam weniger. Der wird wahrscheinlich mehr Ausdauer haben. Aber das Gift wirkt noch.
Und er versucht halt jetzt hier über die Felsen zu flüchten. Dürfen wir nicht zulassen. Nein, unsere Ausdauer ist weg. So ein Mist. Schade, schade, schade. Ja, da Glück gehabt. Aber ich glaube, wir haben dem ordentlich einen mitgegeben. Die Sonne blendet. Wahnsinn. Ich gehe, glaube ich, hier mal den Fluss ein bisschen runter. Also da, wo er hinfließt. Und da unten ist halt auch oft was los. Vielleicht kann ich hier einfach mal ins Wasser springen. Guck mal, da ist auch gerade was unten. Ach, guck mal. Ein Eotriceratops. Das wäre natürlich auch interessant. Aber das Gift wirkt. Blöd, weil hier die ganzen Baumstämme und so im Weg sind. Der kann sich halt fast auf der Stelle drehen. Ja, die Baumstämme sind ein Problem. Muss ich halt echt aufpassen. Und da kommt auch noch irgendwas anderes. Kein Croc da, alles gut. Ich glaube, der hier ist ein besseres Ziel. Ein T-Rex, oder? Ich glaube, der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Das ist ein bisschen leichter, weil er nicht so einen Wenderadius hat, wie der Eotriceratops. Diese Bäume hier. Sehr, sehr gefährlich. Uns nur hinten erwischt an der Schwanzspitze. Also alles entspannt. Der ist sauer. Aber wirkt das Gift noch? Ich sehe halt diese grünen Tropfen nicht mehr. Aber ich habe ihn doch eigentlich recht regelmäßig getroffen. Ich weiß halt nicht, wie stark Gift ist. Aua.
versuche halt immer den starken Biss auf jeden Fall reinzumachen. Ich habe halt so hohen Cooldown, wenn ich den starken Biss mache. Kann ich immer nicht zwei Attacken machen, aber ich brauche Ausdauer. Das heißt, ab ins Wasser. Das ist halt das Fiese, ne? Wenn man so einen Wassersaurier spielt. Oder ein Saurier ist es ja nicht, aber etwas spielt, was schwimmen kann. Dann kann man immer ins Wasser flüchten. Sehr angenehm. Aber immer die Umgebung checken. Man weiß nie, was kommt. Weil von den Geräuschen werden natürlich auch andere angezogen. Man hört ja das Beißen und die Geräusche vom Kampf. War nicht gut, da bin ich hängen geblieben. Er hat aber keine Tail Attack anscheinend. Das heißt, wenn ich hinter ihn komme, ist das glaube ich entspannt. Oh, da bin ich aber jetzt zu sehr in ihn reingegangen. Wir lassen das Gift wirken. Je länger der Kampf dauert, desto besser für uns. Darf uns halt nur nicht am Kopf erwischen. Ich glaube, dann sind wir One-Shot. Aua. Oh mein Gott, der Stomp. Den hätte ich rausbaiten müssen. So ein Mist. Jetzt sind wir 1 HP. Das war ein Fehler. Ich habe keine Ahnung, ob der schon angeschlagen ist. Er sieht halt noch null blutig oder so aus. Ist halt immer echt schwer, wenn man nicht weiß, wie sich so Gift verhält. Ich wurde halt selber auch noch nie von Gift attackiert. Ich werde wahrscheinlich jetzt drauf gehen, aber ich muss jetzt nochmal einen Giftbiss machen. Oh, ein Raptor kommt. Der hilft mir. Ach, ich habe Angst, ich will nicht sterben. Oh, ich habe es nicht getroffen. Ah, so ein Mist. Ich glaube, das Gift hat auch einfach aufgehört. Also ich glaube, man muss schon regelmäßig reinbeißen. Der ist doch bestimmt schon wieder full life, oder nicht? Das ist... Ah, keine Ahnung. Ist das ein zu großes Ziel? Ich hätte diesen Fehler nicht machen dürfen mit dem Stomp. Dadurch ist es halt super. Oh, jetzt geht der Raptor auf mich. Oh nein.
Ja, Mr. Rexy. Der Raptor ist auch leider wieder an Land. Da haben sie sich verbündet. Komm, pounce mich. Halt echt ein HP, es ist so krass. Oha, der Raptor kommt. Oh nein! Da war ich zu gierig. Ach Mist. Das war ein cooler Kampf. Ich bin halt direkt wieder hier in der Nähe gespawnt. Aber ich werde da jetzt nicht hingehen und mich rächen, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Guck mal, da ist der Rex. Ja, außer er will Stress. Also dann können wir das gerne machen. Ansonsten... lasse ich ihn von dann ziehen. Er sieht mich leider gar nicht. Den Kampf hast du gewonnen. Da warst du geduldiger und hast dich besser angestellt. Aber ihr müsst mir unbedingt das Gift in den Kommentaren erklären. Oh, ich glaube, der Rex wurde gerade zerhackt. Von den Spinos, kann das sein? Ich gehe mal gucken, ob das der ist. Das ist der. Oh, das ist jetzt aber Genugtuung. Jetzt essen wir ihn doch. Sehr gut. Ich habe doch gewonnen. Was geht denn da vorne überhaupt schon wieder ab? Ich bin halt hier jetzt gerade wieder beim Krater. Hier wird schon wieder alles zerhackt, was geht. Ach, die haben gegen den Ankieferschnitt da gekämpft. Sind aber auch ganz schön angeschlagen alle. Oh, was kommt da denn auf mich zu? Ah, der macht gerade eine Mission. Nee, dann... Oh. Dankeschön. Will der mich angreifen? Nee. Der gibt mir auch was. Ein Fleischstück. Na, danke schön. Das ist ja auch mal süß. Ach, guck mal, wer auch wieder da ist. Unser Freund, der T-Rex. Den sehen wir auch die ganze Zeit. Ich geh mal hin, ob er, und guck mal, ob er jetzt cool ist, wenn ich auch cool bin zu ihm. Nicht schnappen. Können wir Freunde sein jetzt?
glaube, wir sind jetzt Freunde. Guck mal. So schnell werden aus Feinden Freunde. Ist das nicht toll? Leb wohl. Du hast fair gewonnen vorhin. Du hast mich überlistet. Oh, ein gestrandeter Delfin. Oh, ich habe voll viel Leben verloren. Oh, er hat auch Leben verloren ohne Ende. Er ist nochmal gestrandet. Oh nee. Du armer gestrandeter Delfin. Der will da hoch. Jetzt verstehe ich. Ah, deswegen ist der hier hochgejumpt. Den schafft er bestimmt. Er hätte sich auch in mich bohren können. Ich hätte ihn getragen. Also wenn das geht, ich weiß es gar nicht. Das kann auch sein, dass ich zu klein dafür bin. Er ist jetzt einfach ewig lange da hochgekraxelt. Eins in die Kommentare, wenn ich ihn jetzt zerhacken soll. Und alles umsonst war. Ich schock ihn an. Oh, Entschuldigung, ich hab dich ausgebremst, das wollte ich nicht. Soll ich dich schieben? Schieben, schieben. Sieht eher nach was anderem aus. Oh nein, der stirbt. Oh mein Gott. Alle, die jetzt wirklich eine 1 in die Kommentare geschrieben haben, sind schuld. Der ist jetzt nicht einen Meter vom Wasser gestorben. Er war sogar schon im Wasser. Oh, wie gemein. Er ist einfach schon so ein bisschen im Wasser. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das tut mir gerade ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber ich esse ihn trotzdem. Hier wird nichts verschwendet. Oh, das ist ein anderer Megalania. Oh, er meint, ich kann mit dem in einer Gruppe, das wäre cool. Jetzt auf jeden Fall versuchen. Aber wo ist er hin? Ja, da ist er. Cool, jetzt haben wir einen in der Gruppe. Das ist doch nice. Sind das hier ein Dambeo und ein Styraco, glaube ich, ne? Da kommt noch ein Iguanodon. Ein Stego. Das ist einfach das volle Programm. Einmal alle Pflanzenfresser.
Oh. Der will Stress. Die anderen Pflanzenfresser kommen auch. Hey, wir haben den Stress nicht angefangen. Wir gehen ja schon. Den greifen wir jetzt an. Sehr gut, Mate. Oh ne, da kommt noch einer. Das ist schlecht. Was ist mein Mate? Ich hab kaum noch Ausdauer. Das ist sehr, sehr schlecht gerade. Oh nein. Sollte gehen. Zumindest versuchen. Wie witzig. Trägt einfach das kleine Croc. Auch. Ja. Oh, es wird angegriffen. Oh mein Gott, hier geht jetzt richtig Party. Ich muss hier raus aus dem Wasser. Oh ne. Aber ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, um damit zu fighten. Oh nein, der Eotriceratops ist auch wieder da. Der ist richtig auf dem Kika, ey. Oh nein, die Crocs kommen. Das ist natürlich schlecht. Aua. Ich muss hier weg. Mein weißes Croc ist auch down. Ja, wir werden voll hier weggejagt. Ich hoffe, mein Mate lebt noch. Oh, guck mal, wer da wieder ist. Hey, überall sind Feinde, alle hassen uns. Nee, wir werden heute nicht nochmal sterben. Ja, mein Mate und ich ruhen uns jetzt gerade aus von diesen ganzen Angriffen auf uns. Ich werde mich jetzt auch von euch mit diesem Bild verabschieden. Hat echt Spaß gemacht mit dem Megalania. Wäre nochmal ganz cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie genau das Gift funktioniert.
Weil wenn ich das ein bisschen besser verstehe, kann ich wahrscheinlich auch besser mit dem kämpfen. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Dinosaurier oder welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.